So I want to thank Tambi and all the organizers for inviting me for this event and allowing me to participate virtually. So my name is Veronica Duran, and I'm a postdoc coming from Colombia. So I have some drawings here to show you. So my country is located here. Sorry, I'm just going to increase this one moment. Yeah. My country, as you can see from this map, is located in the northern part of South America, and it has access to the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean, which makes it a country, a very biodiverse country with lots of flora and fauna, and makes it, for me, one of the prettiest countries in the world. I come from Bogota, which is the capital of this country, beautiful city on top of the mountains, of the Andes Mountains. And I actually studied microbiology at the University of the Andes, which is one of the, let's say, most renowned universities in Latin America. So I was always fascinated about microbiology and the microscopic world. And this is why I wanted to continue my career. And for this purpose, I came to Germany, as you can see here. So in Germany, I continued my master's studies at the TU Dresden. I did the molecular bioengineering master's program. And then I came to Hannover, to TWINCOR, which is the institute in which I am at the moment, to pursue my PhD studies. And for my project of PhD was dealing with tuberculosis. So as you may have seen from the program, for this opportunity, I called my project Sugar Spheres to Treat Tuberculosis, the new magic bullet. So first of all, what is tuberculosis? So tuberculosis, it's a disease that is caused by a bacteria called Mycobacterium tuberculosis that you can see here. And this is a disease that is mostly a pulmonary disease. And as you can see, it is transmitted via aerosols from a person that is infected to a person that is healthy. And then in this new healthy person, it will go into the lungs. But why exactly was I so interested, or why did I want to do research for 4 years during a PhD for tuberculosis? So the reason for this is that although not so many people know about it, in 2018, 10 million people fell ill with tuberculosis. So we're talking about 10 million people. And among these 10 million, actually, and besides these 10 million, an estimate of approximately 3 million people actually were not diagnosed or reported. And additionally, 1.5 million persons died in 2018 for tuberculosis. And this is especially a big issue in patients that have HIV. So if these are the statistics and these are the values, then you might be asking yourselves, why are we not talking so much about tuberculosis? Or why actually so many people think that this disease is already eradicated and already forgotten? And I believe if you see this map, this is because if you see the countries that it is affecting, it's unfortunately countries that are very, like undeveloped countries. So as you can see here, we have South America with a very high incidence, same as Africa, especially Southern, like Sub-Saharan Africa and Southeast Asia. These are the places where the majority of cases of tuberculosis are present. And one of the main, problems with tuberculosis is not the fact that the disease is actually very harsh for the patient. So they really feel all the symptoms that we know. So fever, lots of coughing, and they can eventually die from the disease. But actually the real problem is the treatment. So in order to treat tuberculosis, patients require 180 days of medication, as you can see here. So this means 6 months in which they have to take minimum four antibiotics daily. And not only this, but additionally, they have to pursue different exams such as x-rays, lab tests. And of course, as all these, like with several infectious diseases, they must go on follow-up and they must test and also control all the contact persons that were included. So to have an estimate of how much or the cost per case of tuberculosis, you can see here that if it's a drug-susceptible bacteria, per case it will cost $17, whereas if it's a multi-drug resistant that you see in the middle of the pyramid, it will be around $150,000. And if we're talking about extremely drug resistant, we can reach up to $500,000.
And the reason for the emergence of these drug-resistant strains is because you can imagine if these patients have to take for 6 months four different antibiotics, at the end, I actually know from patients that I have seen that they say, okay, I'd rather have the disease than having to take these pills every day, which of course have very side effects. And the problem is that these most of these drugs are taken systemically, meaning that they are like ingested via pill and they disseminate throughout the whole body. But the amounts that reach the lung, that is the place where the bacteria is actually residing and causing a disease, are quite low. And this is why the concept of targeted drug delivery arises as, let's say, a potential alternative for the treatment of tuberculosis. Okay, so what you can see here, this is the approach we're following now. So basically, a patient takes the antibiotics and they are disseminated throughout the whole body. But actually, what we are aiming for is that the patient takes the pill, or like not takes, but inhales, for example, which is what we want to apply, that it's able to inhale the antibiotic. And in this manner, the drug or the antibiotic will reach particularly the lung, meaning that in this way, we can reduce the amount that is needed, because basically we are making it more efficient by bringing it to the site of infection or the site of affection. And also we reduce all the side effects that are associated with these long and complicated treatments. And in order to deal with this targeted drug delivery, then one of the main ways to do this is by using nanoparticles or nanomedicine. And as the name says it, basically nanoparticles are particles that can carry, in this case, antibiotics that are in the nanoscale. So when we talk about the nanoscale, if you see this here, I should have mirrored the video, but I'm so sorry. If we start here from the beginning, a molecule of glucose has around 10 to the minus 1 nanometers. Then a protein, it's a bit bigger. Then we find here the DNA. Then we find here some viruses. And here we find bacteria, like, for example, Mycobacterium tuberculosis. Furthermore, increasing for cells. This is the size of a salt grain, and finally reaching to a tennis ball. And particularly in this range here is where we find our nanoparticles. And in this particular, so for my project, what we used, I don't know how to put this, okay, what maybe like this, what we used is that we used spheres that were coated with the sugars coming from tuberculosis. So you see this blue symbol here represents sugars that are on the outer part of the bacteria. And then we had spheres here made of lipids that were covered with such sugars. And on the inside, they had antibiotics. So basically, this is also called like a Trojan horse approach, because what we were aiming for is to mimic the pathway that the bacteria, Mycobacterium tuberculosis, uses in order to reach the lung. And we just tried to mimic this, but instead of it being a bacteria, we tried to use spheres that are made of lipids, which is something we can take, let's say, easily and would not activate our immune system or wouldn't cause any adverse effect. And these lipid spheres were loaded with antibiotics. In this case, we tried it with levofloxacin, which is an antibiotic that is given to people once they start presenting this drug resistance. But to understand why this is such a good approach, we need to understand how is the bacteria actually causing a pathogenesis. So in our immune system, we have some cells that I really love that are called macrophages. So you see them here. So actually macrophages, the word macrophage is derived from the Greek makros, which means large, and phagein, which means to eat. So what you see here is basically a macrophage that is eating a bacteria. And as I just said, the bacteria is full of sugars, and who doesn't want to eat sugars? And this is why macrophages will eat directly. So we have lots of macrophages that are sitting in the outer part of the lung. And then the moment that we inhale either the bacteria covered with sugars or either our spheres also covered with sugars, these macrophages will immediately try to eat this up. But the thing that happens with tuberculosis is that this is actually a very, if we can say, a very smart bacteria,
because what it does is that it enters the cell, and usually what should happen is that the cell would be able to degrade. I hope you're able to see it here. But then the cell has inside these compartments that start getting very acidic, basically, that they can then break down the bacteria into pieces. And then as you see here, then release it into little pieces that will then serve as signals to start an immune response. This is how it should work normally. But the bacteria, as I just said, she finds a way to manipulate this whole system and this whole mechanism, and she just stays hiding in these little bubbles that you see here. And this is actually what makes it, this is actually one of the reasons why it is so hard to treat tuberculosis, because basically you have to target bacteria that are hiding within your own cells of the immune system. So not only it's hard for them, not only it's hard for our system for our immune system to start a response towards them, but it's also very hard for the antibiotics to actually reach these places. And of course, this would mean that lots of these cells, macrophages and neighboring cells, would have to be killed in order to kill the bacteria as well. And this is from where all the side effects come. And this is why then the trick that we are applying can be resumed in this scheme that I hope you can see here. So now I won't show my face so that you see this. So if we have the bacteria entering this, if you imagine this is a macrophage, yeah, this is the inside of a macrophage. And if we have the bacteria that is covered with sugars, then these sugars will be recognized by specific receptors. Then they will be internalized and they go and hide into this bubble, that is the one that I showed you on the image before. Then if we come on the other hand with our sugar spheres, then they will be recognized by the same receptor and basically enter a very similar pathway. But the thing is that these sugar spheres do not have the capacity to, let's say, block this procedure. So in the end, what will happen is that they will fuse together with the place where the bacteria was hiding. And once they are hiding there, these spheres won't resist the acidic pH, won't resist all these proteins that are trying to chop everything into pieces. Then the sphere will be chopped down and all the antibiotic will be released, therefore killing the bacteria. And this is why we call this the magic bullet. And this is actually what I worked during my PhD thesis, which I finished actually 1 month ago. And we could actually prove by infecting cells. So we isolated cells from human lungs. So people, for example, that were undergoing lung transplantations, whenever their lung was removed, then we were able to get this lung tissue. Then we isolated these macrophages, so these eating cells, and then we infected them with mycobacteria. And what we try to do is we try to treat or like clear the infection on these cells, either by applying antibiotic that was soluble, so as the current therapy is, which could correlate to taking it systemically, versus the same amount of antibiotic, but just encapsulated in these sugar spheres. And we could prove that actually by only encapsulating it in these spheres, we were able to reduce the bacterial infection in very high amounts, and still the cytotoxic effect and all the side effects were lowered. So of course now we are hoping to go for the next steps of this, let's say this was the preclinical study, but of course now we are trying to go for the next steps that are trying to see if these spheres can be then inhaled and in this manner then really reach the lung and then be able to treat not only the cells that are infected, but also a patient that is infected. And yeah, I think with this, I'm done. I don't know why I was so fast. Because yeah, I think with all the technical issues at the beginning, I got a bit nervous, but then this gives us more time for questions. So I will see them here writing in the chat. Yeah, they're saying thank you. I thank you girls and guys for the organization. Question for you, okay. Is the size of the sugar sphere important? This is a very good question. And yes, it is very important because depending on the size of the spheres, then we can either go and let's say take the same pathway as the bacteria, as we're seeing here, you see that they take the same pathway.
And this size has to be between 100 and 200 nanometers. But the moment that we either increase, for example, increase the size of these spheres, then they won't be able to go anymore via the same pathway. And then we don't reach the same, let's say, bubble inside of the cell where the bacteria is hiding. So this is actually a very important issue and one of the, let's say, main challenges when working with nanoparticles, because these nanoparticles are made also in a way, like in a spontaneous way. So as they are made of lipids, you basically just put a lipid solution in a water solution, and then just by hydrophobic forces and entropic forces, they will make these spheres. So then really calculating that all of them have the size that works for this approach, it's challenging. So you really have to filter them several times in order to reach for the, let's say, the optimal size. But yeah, this is very important and it's a very good question. And now I have another one. It says, has nanoparticle use or proof for any other diseases known? So yeah. So actually there are already nanoparticles that are approved and that are used for clinical trials. And what can be, let's say, of relevance at the moment is that many of you might have heard that companies like CureVac and Moderna and many other companies are developing vaccines for the coronavirus. And actually these vaccines that are, let's say, taking the lead at the moment for coronaviruses are based on lipid nanoparticles as well. So basically particles that are having lipids similar as in this approach. Just the difference is that now, as we want to treat tuberculosis, we loaded antibiotics. But in the case of working for a vaccine for coronaviruses, then they loaded them with a specific molecule, or specific, let's say we can call it antigen, not to make it complicated, so that then this can enhance an immune response towards the coronaviruses. And these are actually some of the vaccines that are taking the lead at the moment, and all of them are based on nanoparticles. So I think I have no more questions. So if some other viewers have any other questions, then they can come back to me either on Facebook, on Instagram. And I thank you all then for this nice opportunity and also for letting me join virtually. I'm sorry for all the technical difficulties, but I hope you enjoyed it. And then let's keep on listening to the other speakers. Bye-bye. All right, so we're back. I hope with some technical difficulties, we were still able to get Veronica streamed from Hanover. And I really, really wish that you guys would have liked her talk. And if you have any questions, we will put her Instagram or Facebook handle, and you can just drop in a question and ask her questions at any point of time. I'm pretty sure she will try and answer all kinds of questions. So without any further delay, I will hand over the mic to my colleague, Sepi, who will take over the German part of this session. Sepi.
Okay, herzlich willkommen. Ich werde euch jetzt die Sprecherin für die deutsche Sitzung vorstellen. Unsere nächsten Forscherinnen sind Dr. Agatha Waller und Dr. Marine Pschibill. Sie arbeiten am Institut für Pflanzengenetik an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und werden uns heute ein spannendes Thema vorstellen. Und zwar heißt es genial. Warum sind Veränderungen in Genen wichtig für die Pflanzenzüchtung? Danke, ja, dass ihr hier seid. Dankeschön. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein. Ich bin Agatha und das ist Marine. Und wir möchten euch heute ein paar Einblicke gewähren in unsere Forschung als Pflanzengenetikerin an der Gerste. Aber zunächst... Hello. Sorry for the mic. Entschuldigung für das Mikrofon. Ich bin Agatha und das ist Marine und wir freuen uns heute wirklich sehr, hier zu sein und euch ein bisschen über unsere Forschung als Pflanzengenetikerin an der Gerste zu erzählen. Aber zunächst würde ich gerne mit einem kleinen Gedankenexperiment starten. Stellt euch vor, ihr seid Kleingärtner. Das heißt, ihr habt einen kleinen Garten, wo ihr verschiedene Gemüsesorten anzieht, wie Tomaten, Kartoffeln, aber auch ein bisschen Hopfen und Gerste, um euch ein gutes Bier zu brauen. Ihr legt besonders viel Wert auf eure Pflanzen, denn ihr wollt besonders viel Ertrag haben am Ende. Also der Ertrag ist euch wichtig. Nur leider gab es, wie in diesem Sommer, wenig Regen. Das heißt, eure Pflanzen hatten längere Hitze- und Dürreperioden. Diese harschen Bedingungen haben dann dazu geführt, dass der Ertrag geringer ausgefallen ist. Was könnt ihr jetzt also tun, außer mehr zu gießen? Und wie soll das in Zukunft aussehen mit dem Klimawandel vor der Tür, wo die Pflanzen noch harscheren Bedingungen ausgesetzt sind? Hier kommen wir Pflanzengenetikerinnen und Genetiker ins Spiel. Wir schauen, wie man Nutzpflanzen ein bisschen ertragreicher macht, wie man sie resistenter gegenüber Hitze und Dürre macht. Ihr fragt euch jetzt, was heißt es vielleicht, Genetikerin zu sein und wie können wir euch bei der Lösung von dem Problem helfen mit dem Kleingarten? Als Genetiker wollen wir nicht alle Nutzpflanzen analysieren, sondern wir haben uns auf speziell eine Pflanze fokussiert und das ist die Gerste. Gerste ist ein Getreide und gehört wie Roggen und Weizen zu den Getreiden. Ihr kennt es höchstwahrscheinlich von der Produktion für Bier. Als Genetikerin interessiert uns besonders das Genom der Gerste, das heißt die DNA, also das Erbgut, was in jeder Zelle enthalten ist. Man kann sich das vorstellen wie ein Buch, wo die Informationen enthalten sind. Das heißt, jede Zelle bekommt dieses Buch und es dient sozusagen als Anleitung, wie sie sich entwickeln soll und wie sie sich zusammen mit den anderen Zellen zu einem Organismus wie der Pflanze entwickeln soll. Das Genom der Gerste ist recht groß. Man könnte sagen, es ist ein richtiger Schinken. Wenn man das zum Beispiel mit dem menschlichen Genom vergleicht, sieht man, dass es doppelt so groß ist. Aber es geht auch noch größer. Ein naher Verwandter der Gerste ist der Weizen. Weizen ist auch ein Getreide und wahrscheinlich das bekannteste Getreide, denn aus Weizen machen wir Mehl, was wir dann für Brot und Nudeln benutzen. Die Forschung am Genom von Weizen ist nicht so einfach, denn das Weizengenom ist 3-mal so groß wie das von der Gerste. Aber das Gute ist, wir können unsere Informationen, die wir über die Forschung an dem Gerstengenom nutzen und auf den Weizen übertragen, weil diese Pflanzenarten sehr nah miteinander verwandt sind. Die Aufgabe von uns Genetikerinnen ist jetzt, dieses Buch zu lesen. Das klingt aber leichter als gedacht, denn wir müssen erstmal eine andere Sprache lernen. Die DNA baut sich nämlich aus 4 Nukleotiden auf, das heißt 4 Buchstaben. Die heißen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin, also 4 Buchstaben, A, G, C, T abgekürzt. Das heißt, wir haben im Vergleich zu unserem menschlichen Genom, wo wir 26 Buchstaben haben, nur 4 Buchstaben in der DNA. Wir schauen also dann im Genom,
ob es bestimmte Abfolgen gibt, die wir erkennen können. Also bestimmte Abfolgen von diesen vier Nukleotiden können dann zum Beispiel ein Gen sein. Wir haben jetzt hier diesen Satz, die Körner sind klein. Das ist ein Gen, was dann abgelesen wird und dafür sorgt, dass in der Gerstenpflanze die Körner kleiner ausgebildet werden. Das Genom ist sozusagen ein dickes Buch voller Geninformationen und diese Gene haben unterschiedliche Funktionen. Aber wie finden wir uns jetzt in diesem Buch zurecht? Denn es gibt kein Inhaltsverzeichnis, das uns sagt, an welcher Stelle welches Gen liegt und welche Funktion es hat. Dafür möchte ich euch jetzt, wie wir dieses Problem lösen, einen Einblick in unsere Forschung zeigen. Wir haben zwei Pflanzenlinien, die wir hier einmal haben. Wir lassen sie wachsen im Gewächshaus oder auf dem Feld. Und dann schauen wir einmal genau, ob sich diese beiden Pflanzenlinien in einem Merkmal unterscheiden. Das kann zum Beispiel sein die Höhe der Pflanzen. Also wir messen einmal, wie hoch die Pflanzen wachsen, wie Marin das gerade zeigt. Wir zählen aber auch die Anzahl der Halme und die Anzahl der Ähren und auch die Größe und Anzahl der Körner, also den Ertrag. In diesem Beispiel hat die eine Pflanze kleinere Körner, wohingegen die andere Pflanze größere Körner hat. Wir wollen jetzt also wissen, was ist der Unterschied im Genom, der zu diesem Merkmalsunterschied führt. Weil die Pflanze mit den kleineren Körnern macht weniger Ertrag als die Pflanze mit den größeren Körnern. Dafür studieren wir jetzt das Genom, also die DNA von den beiden Pflanzenlinien. Mithilfe von chemischen Reaktionen können wir die einzelnen DNA-Bausteinabfolgen auslesen und am Computer visualisieren. Das heißt, wir können sozusagen ein Genom-E-Book kreieren. Wir nutzen dann bioinformatische Analysen, das heißt spezielle Algorithmen, um diese beiden Genome zu vergleichen. Wir schauen also so lange in den beiden Genomen, bis wir einen Unterschied finden. Für die Pflanze mit den kleinen Körnern finden wir dann das Gen, wo es heißt, die Pflanzen sind klein. Für die Pflanze mit den großen Körnern finden wir ein Gen, wo es heißt, die Körner sind groß. Das heißt, durch den kleinen Austausch von Buchstaben am Ende in dem Gen haben wir einen Effekt, der dann dieses Merkmal kleine und große Körner beeinflusst. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wozu ist das eigentlich gut? Mit dieser Identifizierung von den Genen können wir sozusagen ein Inhaltsverzeichnis für das Gerstengenom bauen. Das heißt, wir wissen, an der und der Stelle im Genom steht das Gen, was beeinflusst, wie groß diese Körner werden. Mit diesen Methoden haben wir schon Gene charakterisiert, die zum Beispiel die Anzahl der Körner in einer Ähre beeinflussen oder auch die Anzahl der Halme oder wie groß die Pflanze wächst. Diese sogenannte Pflanzenarchitektur, also wie hoch die Pflanze wächst und wie verzweigt sie wächst, hat nämlich auch einen sehr großen Einfluss auf den Ertrag. Denn jeder Halm, der von der Pflanze produziert wird, kann potenziell auch eine Ähre bilden, also den Gesamtertrag der Pflanze beeinflussen. Wenn wir jetzt diese Gene identifiziert haben, haben wir ein Inhaltsverzeichnis für das Genom kreiert, dass man weiß, an der und der Stelle ist dieses Gen, was diese Funktion hat. Wie hilft euch das denn jetzt eigentlich bei eurem Kleingarten? Diese Informationen, die wir dann finden mit unserer Forschung, können wir weitergeben an die Züchtung. Züchter nehmen dann diese Informationen und wissen, an welcher Stelle welche Funktionen kodiert sind in dem Genom und Pflanzenarten für euch züchten, die zum Beispiel einen höheren Ertrag haben. Kurz gesagt, schauen wir als Pflanzengenetikerin, wie das Genom aufgebaut ist, welche Gene an welchen Positionen sind und welche Funktion sie haben. Das wird dann in der Züchtung genutzt, um zum Beispiel ertragreichere Pflanzen zu züchten oder Pflanzen, die resistenter sind gegenüber Dürre und Hitze. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Ideen habt, wie eine Pflanze der Zukunft aussehen sollte oder ihr Fragen an uns habt, dann freuen wir uns natürlich, die zu beantworten.
Danke für den Vortrag. Wir haben eine Zuschauerfrage bekommen, und zwar wurde gefragt, ob ihr auch an Hitze forscht. Marien und ich forschen nicht selber an Hitze, aber es gibt verschiedene Labore, die an sogenannten Stresssituationen für die Pflanze forschen. Das passiert auch in dem Labor, in dem ich auch arbeite, am Institut für Pflanzengenetik. Und da schauen wir uns an, wie verhalten sich Gerstenpflanzen jetzt im Speziellen, wenn sie längeren Hitzeperioden oder Dürreperioden, also Trockenstress, ausgesetzt sind. Weil diese Veränderung in der Temperatur, wie wir sie jetzt auch mit dem Klimawandel erleben, hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung und den Ertrag der Pflanze. Wir schauen dann zum Beispiel unter verschiedenen Pflanzenlinien, ob welche besonders gut unter diesen Bedingungen Ertrag erzielen. Und dann kann man schauen, was macht denn diese Pflanze so besonders, dass sie einen höheren Ertrag hat. Ja. Mit Blick auf den Klimawandel vor allem, seht ihr irgendwelche Veränderungen, die auf Deutschland zukommen, wo ihr eure Arbeit als besonders wichtig ertrachtet? Ja. Also da kommt es jetzt wirklich darauf wieder an, dass wir viel Forschung machen, wenn es gerade um diese Erwärmung geht, weil es ist wirklich eine deutliche Erwärmung, die wir sehen, und wir haben durch unsere Forschung herausgefunden, dass auch nur ein paar Grad wirklich massive Effekte haben können auf die Pflanzenentwicklung. Mhm. Also ich denke, das ist schon sehr wichtig. Ja, yeah. Gut. Dann vielen Dank für euren Vortrag. Sehr interessant. Sehr schön. Danke dafür. Unsere nächste Forscherin ist Marie-Louise Hebestreit. Sie ist eine Doktorandin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, und sie wird uns mit einem sehr interessanten Thema einen Vortrag liefern, und zwar: Was haben eine Eisläuferin und ein Molekül gemeinsam? Die Antwort: rotationsaufgelöste Fluoreszenzspektroskopie. Sehr interessant, bitte. Ja, recht herzlichen Dank, dass ich hier heute die Möglichkeit habe, meine Liebe zur Physik und zur Chemie etwas näher zu bringen. Ja, wie Sie gerade schon gehört haben, lautet mein Vortrag: Was haben ein Molekül und eine Eisläuferin gemeinsam? Und diese Frage, die ist erstmal gar nicht so einfach zu beantworten. Und damit Sie sich jetzt nicht direkt abgehangen fühlen, werde ich Sie dann natürlich Schritt für Schritt ranführen. Und wenn wir uns jetzt persönlich gesehen hätten, dann hätte ich jetzt die Frage gestellt: Wer von Ihnen hatte mit Physik gar nichts am Hut? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Hände im Publikum hochgegangen wären. Diejenigen von Ihnen, die die Schule schon hinter sich haben, die werden denken: Bin ich froh, dass ich das weg habe? Und diejenigen von Ihnen, die vielleicht noch zur Schule gehen, die werden denken: Oh, das Fach, das verstehe ich gar nicht. Aber wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann sehen wir, dass wirklich alles mit Physik zu tun hat. Die Physik, das ist eine Naturwissenschaft, und wir als Physikerin oder auch als Physiker, wir versuchen, die Welt mit Gesetzmäßigkeiten und Formeln zu beschreiben. Die Physik setzt sich zusammen aus vielen verschiedenen Disziplinen, so zum Beispiel die Mechanik, die sich mit Körpern beschäftigt, ihren Bewegungen und auch die Kräfte, die dabei wirken. Oder die Akustik, die sich mit Schallwellen und deren Ausbreitung beschäftigt. Oder auch die Optik. Und auf die Optik gehen wir jetzt einmal näher ein. Wenn wir von Licht sprechen, beziehungsweise Optik ist die Lehre von Licht und deren Wechselwirkung. Und wenn wir jetzt von Licht sprechen, dann sprechen wir meistens von dem sichtbaren Licht im elektrochemischen Spektrum. Und das sichtbare Licht, das ist ungefähr der Bereich zwischen 380 Nanometer und 780 Nanometer. Und das weiße Licht, was Sie von der Glühbirne oder auch aus dem Sonnenlicht kennen, das ist eigentlich gar nicht weiß, sondern dieser Eindruck entsteht erst bei Ihnen im Auge. Und dieses weiße Licht, das kann man zerlegen. Und das Ganze, das können wir in der Natur an einem Regenbogen betrachten. Und wie ich jetzt gerade schon gesehen habe, versuchen wir im Labor, solche Phänomene immer nachzustellen. Und dazu haben wir zum Beispiel ein Prisma. Wenn wir uns jetzt das Prisma angucken,
dann sehen wir, dass dieses weiße Licht im Prisma aufgespalten wird in seine ganzen Spektralfarben. Die Spektralfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Nachdem ich Ihnen jetzt einmal eine kurze Einführung oder einen kurzen Überblick über die Optik gegeben habe, möchte ich nun auf eine ganz besondere Lichtquelle eingehen, den Laser. Hier sehen Sie einmal zum Beispiel den Laser. Wo kommt der Laser denn überhaupt vor? Der Laser kommt in unserem Alltag zum Beispiel in Form eines Laserpräsenters vor oder auch in Ihrem CD oder auch in Ihrem DVD-Player, die Ihre CDs und DVDs ausliest. Aber was heißt denn jetzt eigentlich Laser? Was viele von Ihnen vielleicht nicht wussten, ist, dass Laser ein Akronym für Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation steht. Zu Deutsch heißt das ungefähr so viel wie Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Und auch hier werden vielleicht noch einige von Ihnen denken, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist aber auch gar kein Problem. Der Laser ist ein besonderer Teil von meinem Aufbau. Insgesamt setze ich mein Labor zusammen aus zwei Teillaboren. Das eine Labor ist mein Laserlabor und genau da kommt mein Laser zum Einsatz. Natürlich ist das jetzt nicht ein kleiner Laserpräsenter, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, sondern die Laserapparatur ist sehr groß, ungefähr Esstischgröße. Eingebaut sind sehr, sehr viele Spiegel und andere Optiken. Und die Justage davon, die kann schon mal mehrere Tage in Anspruch nehmen, dass dieses System stabil läuft. Das Laserlicht an sich reicht aber noch nicht aus, damit ich später meine Moleküle messen kann. Und zwar muss ich dieses Laserlicht, was im sichtbaren Licht ist, muss ich erst einmal Frequenz verdoppeln. Das heißt, ich generiere daraus UV-Licht. Und auch UV-Licht kennt wieder jeder von Ihnen. Wenn Sie im Sommer zum Beispiel zu lange draußen in der Sonne sind und sich nicht ausreichend schützen, dann wissen Sie, dass Sie sich einen Sonnenbrand zuziehen können. Und aus dem Grund wissen Sie auch, dass UV-Licht sehr, sehr energiereich ist. Und genau diese Energie brauche ich, um meine Moleküle zu untersuchen. Und jetzt kann ich schon in mein nächstes Labor gehen. In meinem nächsten Labor befindet sich eine Molekularstrahlapparatur und auch diese werde ich Ihnen gleich näher erläutern. Aber erstmal zu den Molekülen. Welche Moleküle untersuchen wir zum Beispiel? Hier habe ich Ihnen einmal ein Grundgerüst mitgebracht, was das Molekül Indol zeigt. Indol ist ein Stoff, der in vielen Naturstoffen vorkommt und auch für viele Synthesen, zum Beispiel Medikamente, benutzt wird. Diese Moleküle kann ich nun in meine Molekularstrahlapparatur geben. Die Apparatur setzt sich zusammen aus drei verschiedenen großen Kammern, die sich jeweils in ihrer Größe und auch in ihrem Vakuum unterscheiden. Das heißt, die Kammern werden immer kleiner und das Vakuum da drin wird immer besser. Und Ihnen einmal so einen Gesamteindruck zu geben, um an ganz das andere Ende meiner Apparatur zu kommen, muss ich auf eine Leiter steigen. Also diese Apparatur ist sehr, sehr groß. Gebe ich jetzt meine Probe in Form einer Flüssigkeit oder in Form eines Feststoffes in diese Apparatur, dann wird dort meine Probe erhitzt und geht in den gasförmigen Aggregatzustand über. Die Moleküle werden mit einem Gasstrom von Kammer zu Kammer geleitet. Und diese Kammern, die sind mit sogenannten Skimmern verbunden. Und diese Skimmer, die können Sie sich vorstellen wie eine Art umgedrehten Trichter. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass die Moleküle in meiner Kammer umherfliegen, dann macht es Sinn, dass nur die Moleküle in die nächste Kammer fliegen, die genau auf diese Öffnung dieses Trichters fliegen. Natürlich haben wir jetzt schon viel selektiert, also viele Moleküle, die in der ersten Kammer waren, sind schon gar nicht mehr in die zweite Kammer gekommen. Und auch die zweite und die dritte Kammer sind wieder mit einem umgekehrten Trichter verbunden. Das heißt, auch hier werden wieder Moleküle ausselektiert und nur eine ganz geringe Anzahl an Molekülen kommt in meiner letzten Kammer an. Und hier kommt jetzt wieder der Laser ins Spiel. In der letzten Kammer treffen sich mein Molekularstrahl, also meine einzelnen Moleküle, und mein Laserlicht, also mein UV-Licht, was ich generiert habe, und regen mein Molekül an, aus einem elektronischen Grundzustand in einen elektronisch angeregten Zustand. Worin unterscheiden sich die Moleküle? Es können sich zum Beispiel die Bindungslängen ändern, das heißt, wir haben zum Beispiel eine Aufweitung in dem Ring oder eine Stauchung in dem Ring. Oder aber die Moleküle drehen sich auch manchmal ein bisschen. Und genau das wollen wir auswerten. Wie machen wir das Ganze?
Wenn mein Molekül aus einem angeregten Zustand in einen Grundzustand übergeht, sendet es Fluoreszenz aus. Was ist Fluoreszenz? Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich die Leuchtsterne, die man im Kinderzimmer an die Decken klebt. Das Ganze ist keine Fluoreszenz, sondern es ist Phosphoreszenz. Das heißt, es ist sehr langlebig und kann manchmal bis zu einigen Stunden dauern. Unsere Fluoreszenz hingegen, die wir messen, beträgt nur Nanosekunden, also 10 hoch minus 9 Sekunden. Und was wir bei dieser Fluoreszenz aufnehmen, ist dieses Spektrum. Und jetzt erlöse ich Sie von der Frage, was haben ein Molekül und eine Eisläuferin gemeinsam? Leider haben wir jetzt keinen Winter und ich kann jetzt auch keine Pirouette auf dem Eis vordrehen, aber ich hoffe, Sie verzeihen mir das Ganze und geben sich zufrieden mit diesem Modellbeispiel. Das hier ist ein Brummkreisel. Und dieser Brummkreisel oder generell ein Rotor ist das ideale Modell, um die Rotation von Molekülen zu erklären. Da ich rotationsaufgelöste Fluoreszenzspektroskopie mache, werde ich Ihnen das jetzt einmal näher erklären. Ein Molekül kann sich um seine eigene Achse drehen. Und das wäre die erste Achse, die wir legen. Aber insgesamt haben wir ja drei Raumrichtungen. Also wir haben einmal diese Achse, wir haben diese Achse und wir haben die Achse, die genau im Bildschirm auf Sie jetzt zukommt. Entlang dieser Achsen haben wir auch jeweils ein Trägheitsmoment. Und da ich ja schon erwähnt habe, dass wir alles über Formeln berechnen können oder berechnen wollen, können wir auch die Energie dieses Moleküls anhand seiner Formeln und seiner Trägheitsmomente berechnen. Genau. Was wir zum Beispiel ermitteln können, sind die Bindungslängenänderungen in unserem Molekül, Winkeländerungen in unserem Molekül. Genau. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel einmal vorstellen, wie das bei einer Eisläuferin ist, die eine Pirouette dreht, dann macht es einen Unterschied, ob die Eisläuferin ihre Arme ausgestreckt hat, angewinkelt hat oder auch am Körper hat. Und das Ganze wirkt sich jeweils auf das Hauptträgheitsmoment aus. Und so ist es halt auch bei einem Molekül. Je nachdem, ob wir zum Beispiel noch eine Gruppe an diesem Molekül irgendwo dran haben oder halt auch nicht, so ändert sich natürlich dann auch die Information, die wir erhalten. Die Besonderheit meiner Forschung liegt jetzt darin, dass so ein Spektrum quasi wie ein Fingerabdruck ist. Das heißt, jedes Molekül gibt ein, sage ich mal, Fingerabdruckspektrum ab, was man analysieren kann. Genau, dann bedanke ich mich. Ja, danke für diesen sehr spannenden Vortrag. Wir haben einige Zuschauerfragen und zwar wäre die erste zum Beispiel, was für einen persönlichen Werdegang du denn hast? Mein persönlicher Werdegang. Ich war schon als Kind immer sehr fasziniert von Naturphänomenen, eben habe meine Eltern gelöchert, was oder wie kommt denn ein Regenbogen zustande? Oder warum ist am Abend der Himmel so schön rot? Und da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel weitere Sachen, die mich als Kind schon fasziniert haben. Ich habe dann früh angefangen, bei Jugend forscht mitzumachen und habe quasi so meinen Werdegang dann zur Chemie tatsächlich gefunden. Und habe das Ganze auch tatsächlich lieben gelernt und bin froh, dass ich da jetzt meine Promotionsarbeit schreiben kann. Sehr schön. Also wäre deine Message an die jungen Mädchen draußen was? Genau, also meine Message ist, lasst euch von nichts und niemanden abbringen. Klar, der Weg, der ist immer ein bisschen schwer. Da wird auch mal die ein oder andere Klausur dabei sein, die man vielleicht nicht beim ersten Mal schafft. Aber es lohnt sich auf jeden Fall und man sieht die Welt mit anderen Augen. Toll, danke schön. Ja, bitte danke. Schön. Und eine weitere Frage. Und zwar geht es um die Rotation an sich. Ja. Welche Informationen gewinnst du aus der Rotation an sich? Die Rotation an sich benutze ich quasi, um mein Spektrum auszuwerten. Und dieses Molekül, das rotiert ja auch an sich. Genau, und dann kann ich zum Beispiel im Spektrum die Linienabstände jetzt messen. Also wenn man sich hier nochmal das Spektrum anguckt, dann sehen wir ja, dass die Peaks verschiedene Abstände haben. Ja. Und das Ganze muss ich dann natürlich noch in weitere Formeln mit weiteren Naturkonstanten einsetzen, um dann letztendlich dieses Molekül charakterisieren zu können. Ich erkläre das immer so ein bisschen anhand eines Telefonbuches. In einem Telefonbuch stehen ganz viele Einwohner einer Stadt mit sehr vielen Informationen, also Adresse und Telefonnummer zum Beispiel. Und genau das machen wir mit unseren Molekülen und katalogisieren die. Super. Ja.
Dankeschön, Marie-Louise. Ja, dankeschön. So, unsere nächste Forscherin ist Professor Dr. Petra Bauer. Sie arbeitet an der Heinrich-Heine-Universität und in ihrem Vortrag wird es um ein sehr spannendes Thema, sehr en vogue, würde man sagen, und zwar veganer Lifestyle, bitte Pflanzen mit viel Eisen. Frau Dr. Petra Bauer. Ja, danke schön. Bitte schön. So, hallo. So, jetzt mal hier vorbereiten. Ja, wir forschen an Pflanzen und zwar interessieren wir uns vor allen Dingen für die Entwicklung und das Wachstum von Pflanzen und zwar vor allen Dingen für die Pflanzenteile, die unterirdisch wachsen, also die Wurzel. Und auch die Wurzel, die reagiert auf Umwelteinflüsse, die von außen kommen und natürlich auf Nährstoffe, die in der Erde sind. Denn eine der Funktionen der Wurzel, die ganz wichtig ist, ist nämlich die Aufnahme von Nährstoffen aus dem Boden. Und wir haben uns da also einen Nährstoff herausgesucht, der sehr wichtig ist und den wir eben besonders untersuchen. Und das ist das Eisen. Eisen ist ganz wichtig für Pflanzen und das liegt daran, dass Pflanzen ja Photosynthese betreiben in den Blättern, im Licht. Und für diesen Prozess der Photosynthese benötigen Pflanzen eben sehr viel Eisen. Das heißt also, Blätter sind grundsätzlich Pflanzenorgane, in denen sehr viel Eisen vorkommt. So, das ist ja jetzt nichts Neues, das wissen wir schon ziemlich lange, denn jeder kennt ja diese Figur, Popeye. Und jeder weiß also, dass Popeye besonders stark und viele Muskeln hat, weil er eben häufig Spinat isst, also die grünen Blätter vom Spinat. Okay, ich weiß, was jetzt gedacht wird. Ja, aber das stimmte ja gar nicht so sehr, dass mit dem Spinat, dass da so viel Eisen drin ist, das war ja ein Fehler und das ist ja gar nicht so. Tatsache ist aber, dass zu der Zeit, als die Figur des Popeye erfunden worden ist, und das ist jetzt schon fast 100 Jahre her, dass es zu der Zeit noch ziemlich neu war, dass man überhaupt wusste, dass Menschen Eisen benötigen und in ihrer Ernährung dringend auf Eisen achten sollten. Und ein Journalist hatte damals darüber berichtet und dem ist leider da ein Fehler passiert oder er wusste es auch nicht besser. Der hat die Daten der Forscher falsch interpretiert und falsch wiedergegeben und hat also gesagt, Spinat hätte besonders viel Eisen, nämlich 10-mal mehr, als er eigentlich hat. Okay, das ist im Laufe der Zeit dann korrigiert worden und wir wissen heute, dass Spinat nicht außergewöhnlich viel Eisen in den Blättern hat, sondern ungefähr genauso viel Eisen wie andere Pflanzen auch. Aber Tatsache ist halt, wenn man ungefähr ein halbes Kilogramm frische Spinatblätter täglich isst, dann hat man ungefähr den täglichen Bedarf an Eisen gedeckt. Also das ist ja nicht wirklich viel, ein halbes Kilogramm frische Spinatblätter. Wenn die einmal eingekocht ist, bleibt da ja nicht mehr sehr viel übrig. Also eine ziemlich gute Eisenquelle. Okay, es gibt aber auch noch andere pflanzliche Eisenquellen. Und da habe ich jetzt hier auch mal was mitgebracht, nämlich Samen. Und da kann man jetzt hier gucken. Ich habe jetzt hier große Samen ausgewählt, damit man die auch sieht. Und da habe ich jetzt hier Linsen zum Beispiel, ja. Mungbohnen sind hier dabei und ganz kleine Quinoa-Samen habe ich auch mitgebracht. Da ist ziemlich viel Eisen drin. Und dann diese etwas größeren, ja, Chili con Carne-Bohnen, die ja jeder kennt. Da ist also ziemlich viel Eisen drin. Und falls mal jemand von euch so eine Chili con Carne-Bohne genommen hat und die einmal so längs durchgeschnitten hat, dann kann man feststellen, dass das ziemlich leicht geht. Und dann zerfällt die nämlich sofort in solche zwei Hälften. So, und wenn man sich da die beiden Hälften dann näher anguckt, dann kann man sehen, dass das, was da eigentlich drin ist in so einem Samen, das ist eigentlich eine kleine Babypflanze. Ja, man hat also dann hier so zwei Blättchen in der Hand und an einem Blättchen sieht man dann sogar noch, dass da die Reste von der kleinen Babypflanze noch mit dranhängen. Ja, mit einer kleinen Wurzel und so weiter. Denn das, was eigentlich ja passiert, wenn man jetzt so einen Samen nimmt und steckt den in Erde rein, wässert den, dann wächst da ja eine kleine Pflanze draus.
So, und das heißt also, aus der Babypflanze, die hier im Samen drin ist, kommt jetzt eine kleine Pflanze raus. Und anfangs hat diese Babypflanze ja nichts. Die kann ja auch noch nichts. Die muss ja erstmal zu einer Pflanze werden, die etwas kann. Also ist die kleine Babypflanze auf alles angewiesen, was in diesem Samen drin ist. Ja, also auch auf die Nährstoffe, die da drin sind. Und da die Babypflanze eben auch Eisen braucht zum Keimen, ist da eben auch sehr viel Eisen drin. Das heißt also, aus dem Grund enthalten Samen also sehr viel Eisen. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, Okay, wir haben jetzt also hier gesehen, es gibt Pflanzenteile, da ist sehr viel Eisen drin, wie in den Blättern und in den Samen. Man muss aber auch sagen, es gibt auch Pflanzenteile, da ist nicht so viel Eisen drin. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Apfel isst oder eine Tomate isst, die sind ja auch ganz gesund, oder sogar hier diese Mohrrübe isst, die ist ja auch prinzipiell sehr gesund, aber da ist nicht sehr viel Eisen drin. Das heißt, hiervon müsste man schon mehrere Kilogramm am Tag essen, damit man damit überhaupt den eigenen Eisenbedarf pro Tag decken könnte. Das macht ja so gut wie niemand. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage jetzt, so eine Pflanze, die hat also irgendwie, entscheidet die jetzt, wie viel Eisen sie wohin transportiert, wie viel Eisen sie in die Blätter transportiert, wie viel Eisen letztlich in den Samen landet oder wie viel Eisen sie hier in der Wurzel, wie hier der Möhre eben behält. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie entscheidet die Pflanze das? Und ganz cool ist, wäre natürlich, wenn wir jetzt irgendwie beeinflussen könnten und in der Pflanze steuern könnten, vor allen Dingen in den Pflanzen, die wir selber essen, dass die Pflanze beispielsweise mehr Eisen in die Organe reinbringt, die wir denn auch tatsächlich essen. Das wäre natürlich für uns ganz cool. Und was das Coole an der Sache ist, dass das im Prinzip sogar schon möglich ist. Also wir können das eigentlich. Und im Labor machen wir sowas auch. Das heißt, wir programmieren Pflanzen um, sodass sie also Eisen nicht mehr nur dahin schicken, wo sie das normalerweise machen würden, sondern auch in andere Pflanzenteile schicken. So, aber wie machen wir das jetzt und wie kommen wir überhaupt dahin? Das ist ja erstmal nicht so einfach, denn wenn man sich jetzt hier so überlegt, die Pflanze, die sitzt jetzt also jetzt hier so im Boden, hier wäre jetzt die Erde drumherum und dann ist ja erstmal die Frage, ja, wie beeinflusst man jetzt so einen Prozess der Eisenaufnahme und Verteilung bis in die Blätter beispielsweise? So, und eine Sache, die wir uns da angucken können, ist, wie die Pflanze überhaupt Eisen genau aufnimmt und können wir diesen Prozess beeinflussen. So, Eisen wäre also hier außen in der Erde drumherum. So, ein bisschen Erde habe ich auch mal mitgebracht. Das kennen ja, denke ich, alle. Ja. Sieht nicht so lecker aus, aber der Pflanze macht das jetzt nichts. Die Pflanze kann also aus diesen Erdpartikeln Eisen herauslösen. Das können wir nicht. Also wir können uns nicht davon ernähren, aber die Pflanze kann das. Und die kann dann sich das Eisen also lösbar machen und dann gelangt das Eisen auch hier an so eine Wurzel und kann dann also hier über die Wurzeln aufgenommen werden. Diesen Prozess können wir beeinflussen. Das ist ein aktiver Prozess, den die Pflanze da betreibt. So, damit wäre aber jetzt erstmal das Eisen ja dann irgendwo hier in den äußeren Schichten von so einer Pflanzenwurzel. Und das wäre ja jetzt noch nicht in den Blättern. So, jetzt müssten wir also gucken, was passiert jetzt. So, und da könnte man jetzt einfach mal in so eine Pflanze hier innen reingucken, einfach mal die Möhre durchschneiden. Und das haben sicherlich die meisten schon mal gemacht. Was man da nämlich sieht, sind hier solche Kringel. Und das Eisen, das ist anfangs also hier außen. Und das muss dann von hier außen bis in die Mitte. Denn in der Mitte, in diesem mittleren Kringel hier, da befinden sich die sogenannten Leitbündel. Das sind Leitbahnen in der Pflanze, die einmal die komplette Pflanze durchziehen bis in die Blätter und über die Wasser und Nährstoffe weitergeleitet werden. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich kann jetzt mal hier noch so weiterschneiden. Und dann sieht man das ein bisschen besser. Also wir haben jetzt gesehen, Eisen kommt hier außen an, wird hier aufgenommen, wird bis in die Mitte zu diesen Leitbahnen transportiert. Und dann kann man jetzt hier sehen, dass sie sich durch die ganze Wurzel durchziehen. Das heißt, hier kommt das Eisen dann bis hier oben hin. Und dann gehen diese Leitbahnen sogar in den Blättern weiter bis ins letzte Ende. Und das sieht man,
sogar noch besser, wenn man sich jetzt wieder hier diese Zuckerrübenpflanze nimmt, weil die hat nämlich richtig große, schöne Blätter und da kann man richtig gut erkennen, dass es hier ganz viele Leitbahnen in der ganzen Pflanze gibt, wo sich das dann so lang zieht. So, und was uns jetzt dann auch besonders interessiert, ist, wie kommt das Eisen dahin? Denn die Pflanze selbst, die ist also aufgebaut aus einzelnen Zellen und in diese einzelnen Zellen, da kann also Eisen reintransportiert werden und wieder raustransportiert werden und dann in die Nachbarzelle wieder reintransportiert werden, wieder raustransportiert werden und dann nochmal in der Nachbarzelle und immer so weiter geht das dann. So, und was auch passieren kann, ist, dass natürlich Eisen reintransportiert wird und es wird aber gar nicht mehr raustransportiert, sondern es bleibt in der Zelle. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und die Pflanze entscheidet darüber und reguliert das. Und diese Regulationsprozesse, die sind für uns sehr interessant, wie die Pflanze das denn macht. Und ganz wichtig ist auch die Kommunikation in der Pflanze. Wenn man sich jetzt hier ansieht, hier oben sind ja die Blätter, die sind oberirdisch und die brauchen Eisen, aber aufgenommen wird das Eisen in der Wurzel, das ist unterirdisch. So, woher weiß jetzt die Wurzel, wie viel Eisen aufgenommen werden soll? Und das ist ganz interessant, denn wenn die Pflanze jetzt, wenn die Wachstumsbedingungen jetzt sehr gut sind, dann wächst die Pflanze sehr schnell, dann bildet sie viele neue Blätter. Und wenn sie viele neue Blätter bildet, dann braucht sie ja auch ganz viel Eisen. Also wird sie der Wurzel sagen, hey, schieb mal ein bisschen mehr Eisen hoch. Die Pflanzenwurzel nimmt dann mehr Eisen auf und transportiert es nach oben. So, jetzt kann es aber auch mal zu einer Katastrophe kommen. Also zum Beispiel, es wird total heiß, es wird ganz trocken oder aber es gibt eine Überschwemmung oder aber es wird plötzlich ganz kalt. Oder was man jetzt auch im Sommer oft hat, da fahren die Leute in Urlaub, nehmen sie ihr Zelt mit, bauen das Zelt auf und plötzlich findet sich so eine Pflanze im Dunkeln wieder, weil da plötzlich ein Zelt drüber steht. Ja, das ist natürlich ein Schock für die oberen Pflanzenteile und was die dann machen ist, die machen erstmal nichts, die wachsen erstmal nicht weiter, sondern bleiben erstmal so, also brauchen die ja auch kein Eisen mehr weiter. Also teilen die der Wurzel mit, die ist ja ganz unten, die Wurzel hat das ja möglicherweise gar nicht mitgekriegt, dass da jetzt so ein Zelt da oben steht. Ja, teilen also die Blätter der Wurzel mit, hey, aufhören, wir brauchen kein Eisen mehr, wir haben da gerade ein Problem, das müssen wir erstmal lösen. Also hört die Wurzel auf, weiter Eisen aufzunehmen. Und das sind Dinge, daran arbeiten wir gerade ganz intensiv, um zu gucken, wie die Pflanze das reguliert. Okay, ich hoffe, ich habe euch damit einen ganz guten Überblick gegeben, worüber wir arbeiten. Und wenn ihr da jetzt noch Fragen habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr die in den Chat stellt und ich die beantworten kann. So, vielen Dank, Petra. Das war eine sehr spannende Talk. Und ich bin Audrey, ich weiß, ganz neues Gesicht hier. So, wir haben noch ein paar Fragen vom Publikum. Wir haben jetzt viel von Eisen und der Pflanze gehört, aber jemand möchte gerne wissen, warum braucht man Eisen eigentlich? Ach so, ja, also wir brauchen Eisen. Bei uns ist das meiste Eisen ist in einem Molekül, das nennt sich Häm. Und das ist Bestandteil von Hämoglobin im Blut. Und Blut ist ja bei uns überall. Und auch in den Muskeln gibt es auch solche Stoffe. Und da wir sehr viel daraus bestehen, ist also der größte Teil unseres Eisens ist da drin. Und wir haben auch Eisenspeicherorgane, wie zum Beispiel die Leber. Da wird Eisen dann gespeichert, wenn es dann gebraucht wird. Dafür brauchen wir also sehr viel Eisen. Und die haben noch weiter gefragt, was passiert denn, wenn wir keins haben? Ja, also genau, dann bekommt man Eisenmangel. Und das ist eine Krankheit, die heißt genauer Eisenmangelanämie. Also das kann bis hin zu Blutarmut dann führen. Oh. Und Blutarmut hat halt dann so typische Effekte wie zum Beispiel Müdigkeit, es kann aber auch noch andere körperliche Effekte haben, auch gerade wenn das in der Entwicklung bei Kindern auftritt, kann das auch Langzeitfolgen haben, die sich bis auf die Entwicklung des Gehirns auswirken. Also insgesamt ist es schlecht, wenn in der Bevölkerung zu wenig Eisen mitgegessen wird, weil das insgesamt zu einer niedrigeren Möglichkeit führt. Also müssen wir mehr Spinat essen, ne? Spinat und Bohnen, Linsen, das sind alles sehr gute Eisenquellen, pflanzliche Eisenquellen. Ja. Super. Und da war noch eine Frage, warum du dich dann auf Eisen spezialisiert hast.
Ah, okay. Gut, da bin ich im Laufe meiner Forschung, also nach der Promotion, bin ich da drauf gestoßen, weil ich da mit einer Pflanze gearbeitet habe, die hat total gelbe Blätter gehabt und die hat gar keine grünen Blätter gehabt und die ist auch ziemlich schnell gestorben. Ja. Es sei denn, man hat die Pflanze gedüngt, speziell mit Eisen. Damit konnte man sie retten. Das heißt, diese Pflanze hatte einen Defekt, die war also krank, die hatte also einen Defekt der Eisenaufnahme. Und damit hat eigentlich unsere Forschung begonnen, mit dieser Mutante. Okay. Und dann sind wir von da immer weitergekommen, immer weiter in den Eisenhaushalt, wie so der an den unterschiedlichsten Stellen reguliert wird. Ja. Vielen Dank. Eine letzte Frage. Da steht hier, können transgene Pflanzen zu viele Eisen aufnehmen, sodass es für den Mensch toxisch ist? Okay, also in erster Linie, was passiert, wenn eine Pflanze zu viel Eisen aufnimmt, dann ist das auch zuerst mal für die Pflanze toxisch. Okay. Das heißt also, die Pflanze wird dann nicht sehr viel wachsen. Wir haben auch im Labor solche Pflanzen und die bleiben ziemlich klein. Okay. Die zeigen auch Vergiftungserscheinungen in den Blättern und die wachsen also dann, wenn die wirklich zu viel Eisen aufgenommen haben, nicht so, dass wir die dann unbedingt hinterher essen würden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Pflanzen essen, die zu viel Eisen haben und dass wir uns dadurch vergiften, okay, die ist eigentlich so jetzt eher nicht gegeben. Was es aber schon gibt, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn man Pflanzen anbauen würde in schwermetallkontaminierten Regionen, weil die gibt es durchaus solche Regionen durch Aktivitäten, die beim Bergbau zum Beispiel entstanden sind. Und Schwermetalle können eben auch von Pflanzen aufgenommen werden. Und da gibt es Spezialisten von Pflanzen, ja, die dann besonders gut solche Schwermetalle aufnehmen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man... Das ist eine sehr spannende Talk und jeder ist momentan fasziniert von veganes Leben. Also das war sehr spannend. Also ich würde sagen, zu unserem Publikum, wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie im Chat schreiben oder auf Instagram, Facebook oder Twitter uns schreiben. Dann wenn wir die weiterleiten an Petra und dann kann sie das alles beantworten. Vielen genau. Dank, Petra. Ja, danke auch. Das können wir gleich aufräumen. Da können Sie. Okay. Danke. Ja, alles klar. So, also jetzt möchte ich gerne das ganze Team von Support Science präsentieren. Und ich werde gleich dann direkt auf Englisch switchen, sodass dann wir auch unser Englisch-Publikum integrieren können. Also, ihr könnt alle bitte vorne nach vorne kommen. So, thank you everyone for joining our Soapbox Science event in Düsseldorf. It's our first time. We had some technical difficulties, but we hope we could still convince you all to have a nice Saturday afternoon. So, I'll start from the end. Maybe we can all present, say something about ourselves, what we do, and yeah. I'm Maria Cristina Sarasula, and I'm doing my PhD in volcanology. I'm Catherine McMillan. I was the main organizer for this event, and I wouldn't have been able to do it without these wonderful people here, so I have to thank them, and of course our fantastic speakers, who I really hope you've enjoyed listening to. So I'm a physicist, should have probably have said that, and I work at Heinrich-Heine University as well. My name is Sepida Sadat. I'm a psychologist and neuroscientist by training. At the moment, I work as a clinical neuropsychologist, so putting all the knowledge that you learn at university into practice. And yeah, it was a great pleasure working with these ladies and really promoting the visibility of women in science. And we brought out the main mission of this project with our great speakers. And I'm Audrey Mover. I'm a biologist working at the Heinrich Heine University as well in the area of stem cell research. And yes, I would also say, join the ladies and say it was a great talk afternoon and we enjoyed all the talks and then everyone hopefully did learn something from this. And hopefully we're also able to convince a few young ladies to maybe join into the science world. Yes. All right, and finally it's me. I was moderating the English session, so I'm Tanvi here again. I'm a virologist. I mainly work in the field of liver immunology and virology,
with the focus of hepatitis diseases, so viral hepatitis. And it was really fun being a part of this great dynamic team, and there are faces from different parts of the world, but we connected yes. well, and that was, I think, because of the core reason and the passion for science communication and also for the promotion of women in science. And I think it was really work well done, and I hope that you guys would also appreciate it. Thanks a lot. Thank you, guys. And last but not least, we'd like to thank our sponsors and our supporters, in particular Heinrich Heine University. We'd like to thank also Seplas, also from the Heinrich Heine University, and Kofenster, who helped us compile the speaker videos in the beginning for the introduction round for the speakers, and also the Bürger Universität from the Heinrich Heine University in Düsseldorf. And with that, we'd like to wish you all a pleasant Saturday afternoon, and remember, you can always come back and watch our videos on YouTube yes. and ask your questions. Like and share. Like yes. and share. Thank you very thank much. Thank you. And before I forget, also our camera crew, oh, we'd like to thank them. Yes. We can. Yes. More thank you very much. Have a lovely afternoon. Yeah. Thank you, guys. Bye bye.